Was geht ab, 39er? Ich habe mir gesagt, ich zeige euch heute mal einen Tag im Leben von mir. Das heißt, von morgens bis abends, was ich mache, wie das aussieht. Ich glaube, das ist schon ganz spannend für euch. Kommt einfach mit und guckt. Der Moment, wo ich fertig bin, Zähne putzen, Gesicht waschen und so weiter und so fort. Ich setze mich hier hin bei mir im Wohnzimmer, gucke mir die Predigt an und bete. So starte ich in den Tag. Ich habe schon immer gesagt, das ist mir extrem wichtig und diese Zeit nehme ich mir auch. Und ob das jetzt vor dem Training ist oder nach dem Training, das hängt davon ab, wann wir trainieren, aber ich nehme euch ein bisschen mit. Abläuft. Ich gucke eine Predigt zum Beispiel, lese in der Bibel, markiere mir ein paar Sachen, schreibe mir was auf und dann bete ich. Und ich bete nicht nur jetzt für mich selber, sondern generell Situationen gerade, was zum Beispiel in Türkei und Syrien passiert, für meine Familie. Aber auch jetzt zum Beispiel für die Situation, in der ich bin, wisst ihr, ihr müsst wissen, ich bin Profi, ich lebe meinen Traum und ich weiß, dass das nicht von irgendwo kommt, sondern dass Gott mir das gegeben hat. Und dafür bin ich einfach dankbar und das sind Momente, wo ich mir Zeit nehme und einfach bete. Und Kraft daraus ziehe und das mache ich dann zum Beispiel heute vor dem Training. Ich muss ungefähr 20, 25 Minuten jetzt losfahren zum Training und bevor ich zum Training fahre, liege ich hier mit dem Normatec. Ich zeige euch das kurz. Das heißt, ich habe das jetzt 20 Minuten lang gemacht, liege jetzt hier und gucke währenddessen Beta-Squad. Ups, ich feiere die und danach geht es zum Training. Ich bin angezogen, gehe jetzt zum Training. Und nehme euch ein bisschen mit. Natürlich kann ich während des Trainings nicht filmen, aber ja, ihr werdet dann sehen, was in welchem Rahmen ich filmen kann. Und das bekommt ihr dann mit. Hey, ihr wisst, ich kann erst losfahren, wenn richtig Musik läuft. Deswegen. Vamos! Wir sind angekommen. Es ist 12.18 Uhr. Um 14 Uhr ist Trainingsbeginn. Ich drücke drauf. Das Tor geht auf. Training kann losgehen. Also angezogen habe ich mich auch. Mütze wichtig. Es ist sehr kalt in Deutschland. Leggings genauso wichtig, weil es ist immer noch kalt. Ich gehe jetzt essen und dann bereite ich mich aufs Training vor. Ich bin gerade in meinem Zimmer auf der Anlage. Wir haben gegessen jetzt. Ich werde jetzt trainieren, mich aufs Training vorbereiten. Das heißt, da kann ich natürlich nicht filmen. Ihr könnt euch ja vorstellen, wie das ungefähr aussieht. Ich mache jetzt ein bisschen Warm-up im Gym. Dann gehen wir raus auf den Platz trainieren. Vielleicht haben wir noch Videositzung heute. Ich melde mich nach dem Training, da wird es jetzt nicht so viel Material geben. Meine Jungs, das sind auch da. Sag mir jetzt, wie gut du bist. Sag mir erstmal, was dein Plan ist. Ich hau die Lilien da hinten. Ja? Rein. Rechts oben rein. Okay, zeig mal. Hey, das ist so schlecht. Guck mal hier, Bruder. Guck mal hier, Bruder. Ich zeig jetzt meinen Plan. Okay. Da rein. Er redet nicht, Sanusiba. Mon petit. Bruder, du hast dich mal getroffen. Wurde das nicht mal getroffen? Wie ihr seht, es gibt verschiedene Arten, sich auf Training vorzubereiten. Die Jungs da spielen ein bisschen Billard. Aber ich gehe jetzt trainieren. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao, ciao. Ich werde jetzt darauf gehen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ihr werdet das jetzt kennenlernen. 2 Stunden später. Hier läuft es jetzt so, dass ich mich ein bisschen aufwärme. Dann um 2 ready bin, um zu trainieren. Ich glaube, generell ist es schon extrem wichtig, sich aufs Training vorzubereiten, einfach um Verletzungen vorzubeugen, aber auch fit zu sein im Training selber, Maximum aus sich rauszuholen. Deswegen ist es vor dem Training so, dass ich immer ein paar Übungen mache, um dann im Training so auf maximalem Level performen kann. Training ist vorbei, war gut, war anstrengend und jetzt Schuhe putzen. Jetzt steht Regeneration an, das heißt, als erstes gehe ich in die Infrarotsauna und danach Kältebecken im Wechsel, Kaltbecken, Warmbecken. Ich bin nach jedem Training hier drin, in der Infrarotsauna, so ca. 10-15 Minuten. Und dann immer 2 Minuten Kältebecken, 1 Minute Pool, 3-4 Mal im Wechsel. Und dann dusche ich und dann stehen die nächsten Termine an. Training ist vorbei, hat ein bisschen länger gedauert. Eigentlich hatte ich schon 3:45 einen Podcast-Termin. Jetzt haben wir kurz nach 5. Ich gehe jetzt hin, ich glaube, ihr kennt die Jungs auch. Dann wird jetzt ein bisschen geredet. Ich bin jetzt beim Podcast angekommen, habe 2 Leute mitgebracht. Was geht, ich bin Django. Und? Ich bin Juli. Und wir drehen heute zusammen den Podcast, reden ein bisschen über alles.
über alles. Also seid gespannt. Ich mache hier ein bisschen was rein und dann werdet ihr sehen. If you will cash, I'll be the rubber band. Wie geht weiter? Kennst du den? Boah, ich kenne das Lied, aber den Text. Boah, nee? Schwer. Hast du noch keinen TikTok zu gemacht? Ich war einfach dabei, als du DFB-Pokal gewonnen hast, ne? Warst du was im Stadion? Ich war im Stadion. Geil. Und das Krasse ist... Echt? Also, wir haben jetzt zu Ende gedreht. Django. Abi, Nassasin? Ian Senassasin. Ian Chakusel Abi. Wie geht's? Migrants, Bisch, zu dir. Super, ey. Also, Schweizer und Türke, alles gedreht. Wir haben über viele Sachen gesprochen. Django hat gesagt, er wird mein Lied benutzen und wird einen Sound draus machen. Mach ich. Und wir blenden euch ein bisschen was ein, worüber wir gesprochen haben. Den Vlog blende ich euch dann auch ein. Also, der Podcast ist vorbei. Waren wirklich interessante Themen, worüber wir geredet haben. Echt Bock gemacht. War kein Standard-Interview über Fußball nur, sondern über ein paar Sachen. Und ich fahre die Jungs jetzt zum Bahnhof und dann gehe ich zu einem Mitspieler. Es ist jetzt, wie spät ist es? Ich weiß nicht, 19 Uhr, 18, 19, 20, sowas. Naja, knapp 7 Stunden war ich jetzt da. Tag ist noch nicht vorbei, aber das war so der Trainingstag, was ihr mitbekommen habt. Also, ich bin angekommen bei meinem Teamkollegen Dani. Wie geht's, Bruder? Alles gut, Bruder. Ja, geht's dir gut? Dankeschön. Danke. Sehr gut, dankeschön. Was machst du heute? Ja, ein bisschen Kaviar. Ja. Mit ein bisschen Jaje. Jussi ist auch Chefkoch? Ja, meine Co-Chef. Mama mia, caramba. Dänemark. Thank you. Die zwei sind auch da. Tommy, was geht, Bruder? Alles gut. Hallo, Joschko, wie geht's dir, Bruder? Sehr gut, Bruder. Ja? Bei dir? Auch sehr gut. Ja. Viele fragen immer nach dir. Kannst du Deutsch eigentlich? Deutsch. Ja? Ja. Gut Deutsch? Gut Deutsch. Besser als Tommy? Ah, passt. Ist okay, danke, danke. Ah, was? Danke, wird gekocht und gleich essen wir. Das erste Mal, dass wir jetzt Kaviar essen. Hast du schon mal Kaviar gegessen? Bist du nervös, Bruder? Okay. Wir machen das schon, okay. Ich hab Hunger. It's approved? Hat Jussi gut gekocht? Approved. Sehr gut. Gib mal. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Joschko, you want to try as well? Yes, I'm trying to. Okay, go approved. Ahead. Approved, bro. Can you take a spoon? Yeah. Put some Kaviar on it, Joschko. Yes, das? This is how we do it. Das erste Mal überhaupt, dass wir Kaviar essen. Jussi hat uns das beigebracht, er hat gesagt, Kaviar schmeckt krank. Und jetzt müssen wir gucken, was Joschko sagt. Ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr was? Kaviar. Ah, oh, sehr gut. Jivele. Hvala. Hvala. Si, kako si? Dobro, nisam dobro. Dobro. Ah, approved, Jussi, approved. Also ich muss ehrlich zugeben, ich Ich bin eigentlich nicht so Fan von Kaviar und so, aber schon sehr, sehr lecker, was Jussi da gemacht hat. Der hat besten Kaviar aus ganz Dänemark bestellt und wollte uns das zeigen, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt, oder? Hey. Ja. Dani Omo, mein Model. Wer von euch beiden kann besser Deutsch? Danke. Wer von euch beiden kann besser Deutsch? Bruder. Ich kann alles, Bruder. Du kannst alles und du? Du? Doch, alles. Okay. Alles auch, Bruder. Doch, sehr, sehr gut. Wir haben gegessen, so gut gekocht. Jetzt spielen wir noch ein Spiel. Sequence. Ich weiß nicht, wer das kennt von euch. Hast du einfach gut gespielt. Du hast das wieder gemacht in die Kabine, ne? Hab ich. Natürlich wieder Jussi. Wir zocken jetzt. Ich mit Jussi gegen Dani und Domi. Gucken ein bisschen Fußball und Joschko ist einfach Joschko. Wir chillen jetzt nur noch hier. Wir haben gespielt. Gucken jetzt noch DFB-Pokalfinale Dortmund gegen Bochum. Es steht 1-0 gerade für Dortmund. Was meinst du? Geht das Spiel aus? Inshallah unentschieden und Elfmeterschießen. Und wer gewinnt? Hallo. Mir ist egal. Okay, wir gucken jetzt auf jeden Fall auf Mitterschießen Spiel und das war der Tag. Ihr habt mitbekommen, wie so ein Tag jetzt abläuft, wie viel Zeit man auch verbringt auf der Anlage, was man alles so macht und so. Also, Halas, ciao, yalla. Wie sage ich Tschüss auf Ungarisch? Bis zum Latascha. Dadurch, dass es das erste Video sein wird auf dem neuen Kanal, habe ich mir gedacht, ich verlose einfach 2 Tickets. Aber nicht zu irgendeinem Spiel, sondern zum Champions League Spiel am Mittwoch gegen Man City. Ja, ich will euch einfach was zurückgeben und was ihr machen müsst, einfach nur das Video kommentieren. Damit